Guten Nachmittag. Ich höre ja morgens gerne Radio und ich ziehe mir auch ganz egal die Mainstream-Medien immer wieder mal rein. Man muss wissen, was auf einen zukommt und was gerade so los ist. Und leider musste ich was ganz Verrücktes entdecken. Und zwar, ich habe die Überschrift nicht umsonst gewählt. Kinder und einfach zu verführen. Ja. Was war? Ich habe auf NDR Info durch Zufall einen Podcast bzw. einen Rest davon erwischt und spiele mal ganz kurz daraus eine ganz kurze Folge vor. An 0800441777. Ich glaube, diese Rollenbilder, also sowas wie Jungs müssen stark sein und dürfen nicht weinen und Mädchen schminken sich gerne und kochen, sind noch in so vielen Köpfen drin, weil es verdammt viele Jahre genauso für das einzig Richtige gehalten wurde. Aber das ist ja nun mal kein festgeschriebenes Gesetz, ne? Woran man sich halten muss. Da hat halt irgendein Wichtigtuer mal ziemlich laut und streng gesagt und viele hatten wahrscheinlich Angst, dem zu widersprechen, und seitdem wird das so gemacht. Tja, ich denke, das reicht. Da weiß man Bescheid. Da wurden kleine Kinder gehört, was sie gerne machen und so weiter. Ein Junge, der war ganz cool und sagte, das liegt daran, dass wir unterschiedliche Geschlechter haben, Mama und Papa. Und da ist es eben so. Darum geht es nicht. Aber Beispiel, das liegt noch daran, das ist noch so. Und das hat mal irgendein Wichtigtuer gesagt und so weiter. Ja, na denn, das einfach mal, um zu wissen, wie Kinder zu verführen sind. Man behauptet etwas, packt es dann in entsprechende Sprache und appelliert einfach an, jeder Mensch ist faul, an die Faulheit der Kleinen und dass die Erwachsenen ja nur Wichtigtuer sind und dass das alles nicht so sein muss und so weiter und so fort. Ich werde, weil da gibt es noch eine Gemeinsamkeit zu dem und. Da werde ich noch kommen. Da mache ich aber ein extra Video draus. Das muss ich noch genau durchdenken. Denn an sich liegt hier einer der Schlüssel. Ich habe das ganz bewusst, und das werde ich wahrscheinlich auch, vielleicht werde ich noch eine zweite Ausgabe rausbringen, ganz bewusst in dieses Buch mit reingepackt. IQ ist nichts, aber Unbildung alles. Kinder sind ungebildet. Machen wir uns nichts vor. Die haben noch keine Bildung. Also sind sie einfacher zu verführen. Einfach widerlich, trotz alledem, möchte ich nicht, dass hier irgendjemand wieder überbordet und ich bitte nur um sachliche Kommentare, alles andere Gemecker und so weiter und Geschimpfe und die da oben sind doof, das wissen wir selber, das fliegt hier raus, beziehungsweise solche Leute sperre ich. Mir kommt es hier nicht auf irgendwelche, sagen wir mal, Abozahlen oder Follower oder so einen Käse an, sondern mir kommt es einfach darauf an, erwerbt Wissen, bildet euch. Und zur Bildung gehört auch, dass man weiß, was der andere sagt. Na dann, bis zum nächsten Video. Ich finde das erschütternd, aber naja, bis zum nächsten Video. Da werden wir die ganze Sache noch ein bisschen näher beleuchten. Gut, alle guten Wünsche. Bis später. Tschüss, tschüss.